René Bullinger, seit 21 Jahren hat er hier so eine Glas, das Blumengeschäft, mein Blumenhaus. Ihr seid aber nicht gelehrte Floristin. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, genau so ist es. Das ist mir irgendwann einmal die Nacht gekommen. Und dann habe ich das so studiert und gemacht und habe dem Mann gesagt, ich will das machen. Und dann hat er gesagt, ja, aber sicher nicht. Das ist ein Moment und dann ist ein paar Monate vorbeigegangen. Und danach habe ich es einfach gepackt. Einfach mit null Wissen, mit null Ahnung. Und jetzt bin ich 21 Jahre hier. 21 Jahre, das ist eine lange Zeit. Was macht denn so Spass am Job, dass man das wirklich so lange machen will? Ich habe einfach Freude an den Blumen. Und an den Leuten. Und es ist einfach schön. Alles ist schön. Es gibt Gutes, es gibt Schlechtes. Es ist Freude, wenn jemand heiratet. Oder Sandra wieder die Trauer. Ist schön, sehr speziell, aber von Art gleich schön. Jetzt sind natürlich nicht alle Kunden wirklich also richtig passionierte Blumenkenner. Was empfehlen dir für Leute, die eigentlich nicht viel Arbeit wollen, aber lieber die Wohnung aufpeppen mit schönen Blumen? Ja, also immer wenig. Die Topfpflanzen, zum Beispiel eine Orchidee, ist immer schön, braucht sehr wenig Pflege. Wir haben auch stabilisierte Rosen, die man ganz schön dekorieren kann. Und Pflegeleichte sind irgendwie alle, man muss es nicht kompliziert machen. Jetzt im Sommer sind natürlich Blumen wieder ein grosses Thema. Was würdet ihr sagen, was sind die absoluten Sommerblumen? Also sicher das Geranium, aber die Vielfalt ist jetzt sehr, sehr gross. Petunien, Aztekogold, verschiedene Farben, Hänger, irgendwie bunt, alles ist wirklich schön. Jetzt nimmst du mich gleich Wunder, habt ihr daheim auch einen grossen Garten oder langen auch die Blumen, die ihr hier auf der Arbeit jeden Tag seht? Ja, also wir haben wirklich eine völlig grosse Umgebung, vielleicht nicht unbedingt gerade am Garten mit Gemüse, aber sehr viele Topfpflanzen, Rosen, also auch Dekorationen und das macht alles eigentlich der Mann nebenbei. Jetzt Ende Jahr geht es geschafft, mein Blumenhaus zu ziehen. Was sind da für Gefühle? Ja, es ist sehr speziell. Ja, daheim muss ich vielleicht ein bisschen gemütlicher nehmen, ist sicher schön. Auf der anderen Seite hätte ich Freude, wenn jemand das übernimmt und ich euch noch Ratschläge noch gebe und vielleicht schon ein bisschen ablesen.